Ja, hallo. Ich stehe gerade hier in Hattenhofen an der Hauptstraße, genauer gesagt vor der Sillerhalle. Und heute wollte ich euch mal wieder zeigen, was es in Hattenhofen Schönes zu sehen gibt und was es auch an Geschichten zu berichten gibt. Der Hang hier vor der Sillerhalle ist wunderbar eingepflanzt. Eine Fülle an Mohnblumen und Kornblumen erfreuen uns. Oben auf der kleinen Anhöhe ist der schöne Rösleplatz entstanden, von dem wir einen herrlichen Blick hinüber zur Schwäbischen Alb genießen können. Doch wir erinnern uns, dieser schöne Platz war nicht immer so. Vor Jahren noch wurde dieser Hang von einer Mauer gestützt und das Gelände war dicht bewachsen mit Bäumen und Sträuchern. Im Jahre 2011 wurde dann mit der Umgestaltung dieses Geländes begonnen. Ein Jahr später konnten sich die Bürger von Hattenhofen, also jung und alt, über einen schönen Platz freuen. Mehrere Bänke laden zum Ausruhen ein. Der Rösleplatz hat übrigens seinen Namen bekommen, weil an dieser Stelle vor vielen Jahren einmal das Gasthaus zum Rösle stand. Wenn wir nun der Hauptstraße weiter nach oben folgen, sehen wir im Hintergrund die evangelische Ägidiuskirche und das historische Rathaus. Wir kommen an dem ehemaligen Krämerladen von Emil Walter vorbei, in dem heute eine moderne Apotheke untergebracht ist. Auch hier auf dem Platz vor dem Rathaus mit dem schönen Brunnen bietet sich wieder Gelegenheit für eine kleine Rast. Aber nicht nur im Dorf blüht es, sondern auch
Viele Gärten der Hattenhofer Bürger sind liebevoll gepflegt und eingepflanzt. Der kleine Spaziergang durch unser Dorf Hattenhofen neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Es ist Abend geworden und kurz vor Sonnenuntergang genießen wir noch einmal die schöne Stimmung am Ortsrand beim Lindele.